Glück auf und Vorhang auf zu einer neuen Folge oder einer neuen Aufnahme der Chroniken eines Dorfes. Und es ist, wie ihr seht, wieder Minecraft-Zeit. Und ich lege mich hier mal schlafen. Hatte ich doch letztes Mal schon gemacht, oder? So, ein neuer Morgen. Ja, es ist Minecraft-Zeit. Hallo, Ilse Bilse. Und ich sehe gerade, Moment, ich habe die Musik noch gar nicht gestartet, wie es aussieht. Aber jetzt, zurück zum Spiel. Morgen, Ilse. Ilse hat 7 Smaragde. Und dafür gibt es jetzt Diamantenstiefel, ja. Diamantenstiefel. Okay, ein neuer Morgen. Das Schwert in die Hand, man weiß ja nie, was dann vor der Tür erwartet. Und ich erwähnte es ja schon, es ist Minecraft-Zeit, nicht wahr? Und da ist auch schon ein Skelett. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie ich das jetzt. Ja, von wegen. Heppa! Hilft er mir jetzt? Nö, macht er nicht. Komm, dann stirb, alles. Skeletto-Mann. Ja, General Tic-Tac ist komplett verrostet. Ein Creeper. Oh, Alter. Ja. Das geht ja gut los. Na, komm schon her, Creeper-Mann. Zack. Nee, nicht bei der Grabstelle hier, ne? Zack. Und zerab. Nicht. Und zerab. Oh. Geschafft. Ja, die Monster erwarten uns hier am frühen Morgen, wie ihr schon seht. Da hinten ist auch noch ein Skelett. Das holen wir uns auch noch. Ah, er sieht uns gerade nicht. Wir schleichen uns von hinten an. Jetzt hat er uns gesehen. Oh. Ja, der war nicht so hart im Nehmen, würde ich sagen. Meine Güte, ich komme ja überhaupt nicht dazu, hier irgendwas zu erklären, vor lauter Kampftat. Jetzt wollen wir mal gucken. Wo waren wir stehen geblieben? Natürlich beim Rathaus. Da, ne? Da haben wir in das Dachgebälk reingezimmert. Oh, hier wartet schon der Nächste. Ja. Stirb. Ist hier noch irgendwo ein Creeper? Nicht, also wenn mir einer das Rathaus in die Luft sprengt, dann ist was los. Hier ist ja so eine Decke drin. Und oben muss ich nochmal überlegen. Ich wollte ja eigentlich so ein offenes Dach eventuell machen. Was natürlich wieder hieße, dass wir... Oh, ich renne ja ziemlich viel rum morgen. Wo ist es? Da ist es. Was heißen würde, dass wir wieder so ein Dach draufzimmern müssen, was dann wieder 20 Episoden lang dauert. Das müssen wir auch nochmal ändern hier. Das gefällt mir auch noch nicht so hundertprozentig. Wir schauen mal nach oben. Hier müsste... Oder ich mache hier so eine Schicht von dem hellen Holz hin, drüber. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ein Dach muss auf jeden Fall drauf, ne? Wir gehen mal auf den Balkon. Denn wir haben natürlich noch was vor. Einmal muss ich mal gucken, was wir unten in der Kiste haben. Schau mal. Was wir hier alles haben. Ja, okay. Wollen wir natürlich ein Melonenfeld anlegen von den erhandelten Melonen, die uns Tim überlassen hat. Wo habe ich den jetzt hin? Da, hier sind die Melonen. Ja, Melonenfeld anlegen. Und das würde ich ganz gerne hier hinten machen. Hier so. Wenn das Korn fertig ist, soll hier ein Melonenfeld hin. Und da müssen wir uns natürlich mal auf die Suche nach Kühen machen. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und ich weiß noch nicht so recht, wo wir die finden. Ich schaue mich jetzt hier mal um. Will mal gucken, ob hier irgendwelche rumrennen. Denn wir müssen ja auch die Kuhinsel weiter ausbauen. Oh, ich drehe durch noch einer von diesen Typen. Ah, komm. Hör doch auf. Na. Überall lungern die irgendwie rum, ne? Habt ihr auch so den Eindruck? Jetzt dahin. Wir sammeln mal die Erfahrungspunkte ein. Gut, dass wir die Melonen nicht mit haben. Weil mit meinem Glück würden wir die natürlich verlieren. Also ihr seht ja, hier hinten ist die, hier ist ein Skelettwerk, die Kuhinsel. Jetzt brauchen wir natürlich Kühe. Aber ich glaube, ich will erstmal die Sache mit den Melonensamen machen. Schritt für Schritt zum Glück. Und dann würde ich natürlich auch noch in dieser Aufnahme das Dach da fertig machen. Also wir haben viel vor. Und vorhin, als ich das Video begonnen habe, hatte ich eigentlich vor,
Ah, die brauchen wir, genau. Ah, hier, das packen wir hier mal rein. Und die olle Wolle mal ein bisschen entmüllen. Das Ganze hier. Das müssen wir alles nochmal ordentlich aufräumen. Aber naja. Ich schwurf schon wieder ab. Na gut, das ist jetzt nicht so toll. Aber das muss hier sowieso alles weg. Alles weg, alles weg. Denn hier kommt unser Melonenfeld hin. Und ich wollte erzählen, also ich habe den Titel meiner LPs, also meiner LPs, nicht meiner Let's Plays, umbenannt. Umbenannt in, ein Smaragd dafür gibt uns 6 Äpfel, ja, alles klar. In Minecraft Zeit. Nicht mein Minecraft Zeit Spiel, wie ich es ja erst hatte, sondern Minecraft Zeit. Denn wir haben jetzt wieder, es ist wieder an der Zeit, um Minecraft zu spielen, sozusagen. Ich fand das irgendwie schöner, als den alten Titel. Und hier haben wir Zäune, die können wir gut gebrauchen. Die bauen wir nämlich erstmal hier rum jetzt. So. Da müssen wir uns ein schönes Feld machen. Und hier haben wir überall einen vergessen. Das bleibt natürlich nicht so. Das wird alles schön ordentlich gebaut hier. Und dann werden wir hier Melonen anpflanzen und dann nie wieder Nahrungsprobleme haben, ne? Ganz klarer Fall. Wir haben dann immer straff zu essen da und können uns dann auch... Hier, Hackebei. Hackebei. Ja, nee, wir haben jetzt Vertrauen zu dem. Er ist ja gestorben damals und ist jetzt wiedergeboren, weil wir ja ein Grab für ihn errichtet haben und der Gott Spawn ihm hold war. Hier kommt dann der Eingang natürlich hin. Wie gehabt. Den machen wir dann aus Somholz. Das bekannte Somholz. Ja, und hier kommen dann die Melonensamen rein und das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Die Frage ist jetzt nur... Ich überlege, ob ich hier dann so eine Brücke rüber mache. Weil es ist ein bisschen blöd, wenn man hier die, Na, Moment mal, das kriegen wir hin. Und zwar nehmen wir uns da mal hier die 3 Erde. Es ist ein bisschen blöd, wenn... Aber wenn ich das jetzt... Mal gucken. Ich fange immer Sätze momentan gerade an und beende ihn gar nicht. Hm, kennt man gar nicht von mir, oder? Ah, doch, so ist es gut. Dann machen wir uns hier so einen Stack hin. Über das Wasser. Wie gefällt euch das? Bei mir gefällt es eigentlich ganz gut. So. Na, dann kann man hier drauf lang gehen und hier wachsen dann unsere schönen Melonen. Hier kommt natürlich eine Stufe rein. Also so würde es dann ungefähr aussehen. Hier eine Arbeitsbühne sozusagen. Hm, hier vorne kommt dann ein Tor hin. Na, kann man da noch drauf? Ja. Okay, das war jetzt falsch, aber... Das ist auf jeden Fall richtig. Und dann kommt der hier wieder weg. Und dann müssen wir uns noch so ein Tor bauen. Hm, haben wir da alles dafür bei? Boah, nö. Oh, komm. Ah, dann kommen wir hier nicht durch, weil das jetzt... Ah, ha. Okay. Nehmen wir den nochmal weg. Dann machen wir hier nur einen hoch. Denke ich mal. So. Ist jetzt ein bisschen... complicated. So. Machen wir erstmal so. Und jetzt hole ich mal die Melonensamen. Es ist jetzt der Tag und jetzt können uns auch die... Ich denke mal, die Creeper sind jetzt langsam alle ins Bett gegangen oder in ihre Creeper-Höhle und werden uns jetzt nicht mehr belästigen. Die nehmen wir jetzt mit. Die können wir in der Tasche uns zurecht machen. Seht ihr, da kriegen wir nämlich schöne Melonensamen raus. 5-mal Melonensamen. Na? Ilse, Mensch. Ja, 19 Korn habe ich gerade da. Dankeschön. Sehr freundlich. Und ein Korn habe ich hier noch vom Kopf geworfen. Aber die... Ja, oh, guck mal, da oben schwebt ein Zaun. Wie schön. Die hat mir schon ganz andere Sachen vom Kopf geworfen. Ja, ha. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Und pflanzen die mal ein. Und zwar würde ich dann von hinten anfangen. Da wächst immer eine Melone, oder? Würde ich die nämlich so hinmachen? So, 2, 3, 4, 5. Ha, ein Melonenfeld. Hier muss natürlich ein Tor noch rein. Ganz klar. Und hier machen wir uns mal so ein Arbeitsding hin. Da haben wir hier noch so eine Werkbank. Die stellen wir uns hier mal hier rein. Und die Smaragde müssen wir dann auch mal in Sicherheit bringen.
Wie war das? So, ne? Und dann, ich glaube, das müsste auch gehen. Ja, geht auch. Wunderbar. Da haben wir noch drei Bücher. Zack. Dann kann man hier durchgehen und kann hier aufs Feld. Macht sich nicht die Füße dreckig oder nass. Aber man sieht ja, hier unten ist das immer noch das Wasser unter. Finde ich eigentlich so ganz nett. Kann man eigentlich so lassen. Oh, kurz einen Schluck trinken, Mensch. Gut. Das wäre erledigt. Die können jetzt munter vor sich hin wachsen. Tiere können uns hier auch nicht reinrennen. Und es wird schon wieder dunkel. Und wir gehen mal ins Hotel, würde ich sagen. Else geht auch nach Hause. Ja, hier durch die hohle Gasse. Kennt er ja, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Und dann gehen wir mal in unser Hotelzimmer. Denn wir... Else geht ins Bett. Mädchen. Mensch. Junge. Mädchen. Jetzt wird geschlafen. Wer steht denn da hinten? Die steht doch wieder auf dem Dach. Ah. Wir haben Besuch. Moin, Else. Ja, klar. Diamantenstiefel. Alles klar. Hier haben wir noch ein Boot. Und hier haben wir noch ein paar von den Stufen und ein Boot. Ja. Ich packe mal die Smaragde hier rein, damit die auch überall schön verteilt sind. Dass wir da nicht auf einer Stelle mehrere haben. Und ich sehe schon, wir haben wieder Hunger. Ah, essen wir erstmal was. Okay, wir müssen uns mal... zu Volko begeben. Ich sehe nämlich gerade, wenn wir hier eine Reise machen wollen, brauchen wir A. Brot. Oder Melonen oder etwas anderes, was uns verflaggt. Oh, hier dieser... Das ist immer noch nicht optimal. Ich muss da jedes Mal das wieder aufdecken. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Vielleicht nehme ich den Mod dann doch irgendwann ganz raus. Es wäre aber sehr schade. Okay, hier haben wir 31. Hier haben wir auch Gold, aber das handeln wir. Damit lassen wir nicht mit uns handeln. Volko ist nicht da, deshalb werden wir hier mal selber... ja, alles klar. Selber die Initiative ergreifen und uns ein bisschen Rüstungsteile bauen. Weil eine Rüstung brauchen wir schon. Da haben wir hier erstmal eine schöne Eisenjacke. Das ist ein Harnisch. Ich weiß schon, dass das Harnisch heißt. Und hier haben wir dann eine Hose, glaube ich. Nein, ein Eisenbeinschutz. Dann ein paar Stiefelchen. Wenn der More Creatures Mod wieder draußen ist, machen wir uns die aus... Krokodilleder, ne? Krokodillederstiefel, cool. Und Helm haben wir, glaube ich, ne? Kurz mal gucken. Oh, Quatsch. Ja, Helm haben wir. Dann können wir mal hier die Schuhe anziehen. Ach, wie schön. Die Hose. Und jetzt dürften wir... Der Helm ist aber schon ziemlich fertig. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen geschützt, ne? Sehen auch total kacke aus. Naja, das ist ganz toll. Das Eisen, wie viel haben wir da jetzt noch? 12. Schwert ist noch okay. Dann nehmen wir mal die Hälfte von mit. Den Rest lassen wir hier. Dann können wir uns vielleicht nochmal irgendwo was basteln, wenn wir unterwegs sind. So, 6 nehmen wir mal mit. Okay, alles klar. Da dürften sie sicher sein. Und wir gucken mal zum Melonenfeld, ob sich da schon was getan hat. Wenn nicht, werden wir da mal ein bisschen nachhelfen mit Knochenmehl. Was haltet ihr davon? Ah, ja, das geht langsam so zur Sache. Aber wir machen mal ein bisschen Dünger drauf. So, zack. Dünger, 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 Dünger und Dünger. Ist ja auch ein bekannter Film. Dünger und Dünger, ne? Kennt er vielleicht. Und dann haben wir einmal über und das... Boah, weiß ich nicht. Hier muss natürlich noch so ein Aufgang hin. Deshalb würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz, ganz, ganz fix, seit langer Zeit eigentlich mal wieder... in den Apfelwald. Da waren wir auch schon ewig nicht mehr. Was hast du denn so schönes? Ein Smaragd, ja, nee, Apple. Brauchen wir erst wieder, wenn wir den More Creatures Mod wieder aktivieren. Gehen wir mal in den Apfelwald. Vielleicht gibt es da ja auch Kühe. Hier im Apfelwald kann ja schon mal eine Kuh rumrennen. Da hinten wächst ein Pilz. Was mich daran erinnert, dass wir ja noch unsere Pilzfarm unten im Keller vom Hundsgrab, ja, im Keller vom Süppelhuhn haben. Da müssen wir natürlich auch mal wieder hinschauen, ob da die Pilze gesprossen sind. Wenn nicht, können wir da vielleicht auch mal ein bisschen Knochenmehl hinhauen. Wir haben ja noch Eimer. Ein Eimer? Nee, Eimer nicht.
Was ist das denn hier? Wie sieht das denn aus? Junge, Junge. Hier sieht es ja aus wie Kraut und Rüben. So sieht das besser aus. Sieht das aus, als wenn das hier alles zu dem Baum gehört, oder? Finde ich besser. Okay, den haben wir auch weg. Ja, Kühe sind hier nicht viele, ne? Ist mir so aufgefallen. Und das führt natürlich unsere Kuhinsel ein wenig ad absurdum. Haha. Denn eine Kuhinsel ohne Kühe ergibt wenig Sinn. Und ich hoffe, wir müssen uns nicht auf eine allzu lange Reise machen, denn diese Biester, also ne, Kuhbiester, die folgen einem ja nicht. Die sind nicht immer folgsam und bleiben dann immer zurück. Ja, und dann kriegt man sie gar nicht dahin, wo man sie hinhaben will. Und wir wollen sie auf jeden Fall auf die Weide haben. Wenn wir erstmal zwei da haben, dann können wir ja, dann können wir die ja animieren, sich fortzupflanzen. Und dann geht das ratzefatze. Dann geht das eigentlich recht schnell. Und sie vermehren sich, ja. Sag ich mal so. Ja, hier ist ein Setzling. Wie viel haben wir denn? Zwei? Naja, könnten schon noch ein paar mehr werden. Wir müssen jetzt beim Holz einsammeln ein wenig mehr Acht geben. Dass wir die richtigen Sorten einsammeln. Das wird alles komplizierter. Ist nicht mehr so wie am Anfang. Auch Holz sammeln und es sieht dann alles sehr gleich aus. Nein, nein, das ist ja nach dem Update alles etwas anders geworden. Oh, hier ein Apfel, wie schön. Ja, von wegen, ja, ein Smaragd für einen Apfel. Oder für drei Äpfel. Äpfel finden wir selber. Oh, könnten ein paar mehr Setzlinge sein. Entsetzlinge. Da ist noch einer. Und dann machen wir auch die Axt kaputt. Und dann gehen wir zurück. Wir haben 32, eigentlich sollten das immer 64 werden. Da sind wir ja sehr anspruchsvoll. Also ihr ganz besonders, ich ja nicht so. Oh, ich renne hier ziemlich wild durch die Gegend. Ah, hier ist noch ein Setzling. Und dann werden wir auch gleich mal wieder ein paar Setzlinge einsetzlingen. Damit hier wieder Bäume wachsen. Damit der der Apfelwald dann nicht irgendwann total kahl ist. Oder Horst. Oh, er hat's verstanden. Okay, da ist auch noch ein Setzling. Ah, hier, 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 hier. Ja, hier kommen sie jetzt en masse vor, die Setzlings. Und ich wünsche mir ja immer, dass die Bäume dann so wachsen, nicht wie der, also so ein Krepelbaum. Das liegt wahrscheinlich in der sauren Erde hier, dass hier nur so Krepelbäume wachsen. Sondern, dass die dann so die optimale Normform eines Baumes haben. Womit wir wieder bei Normformen wären. Hier beim Holzfällen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Okay. Ja, also der, so ist der Plan zumindest, ne? Also ich will ganz gerne dann eine Reise machen. Kühe. Ne, ist ein Schwein. Mal hier hinten gucken. Irgendwo müssen ja noch Kühe sein, verdammt. Wir haben noch keine Kühe. Wir haben noch kaum Tiere getötet eigentlich. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich hier großartig Steaks, also Kuhsteaks gegessen hätte. Was ja bedeutet, dass wir nicht viele Kühe geschlachtet haben. Aber irgendwie, vielleicht haben uns die ganzen More Creatures Mod hier, die ganzen Viecher, die ganzen Tiger und so, haben uns die alle aufgefressen oder so. Ich gucke jetzt mal hier hinten ganz fix. Ich habe jetzt, ja, doch, ein Korn habe ich dabei, das reicht ja auch. Um die anzulocken. Ja, hier ist ein Schwein. Da ist noch ein Schwein. Okay. Aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie... zwei Schweins. Hallo Schwein, hast du eventuell eine Kuh gesehen? Sie war auch nicht besonders schön. Aber sie war da und hier sind überhaupt keine Kühe. Ich renne jetzt einfach mal in die Richtung. Wie spät haben wir es? Oh, es wird bald dunkel. Das heißt, es kann jetzt hier nicht so eine lange Expedition werden. Nur schon mal gucken, ob es hier überhaupt Kühe gibt. Da hinten sind Schafe. Ja, okay, also passt auf. Es ist jetzt ja so, dass es gleich dunkel wird und jetzt eine Expedition zu starten wäre total blöd. Aber ich glaube, die Richtung hier ist schon nicht schlecht. Also, ne? Richtung... Ja, Nordwest. Nordwest mal einschlagen beim nächsten Mal. Und vielleicht finden wir da Kühe und dann können wir die hier zu unserem schönen, wunderschönen Hundsgrab locken. Müssen wir versuchen, damit wir dann da hinten die Kuhinsel einrichten können.
gucken wir gleich nochmal ganz kurz bei den Melonen vorbei. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen akribisch, was das angeht. Was war das denn eben von laut? Oh, hier, na, wisst ihr noch? Creeper-Alarm? Nicht vergessen. Ach, hier, guckt mal. Die stehen alle auf den Dächern rum. Na, Ilsebilse, schönes Rathaus, ne? Gell? Ist schon schick. Ja, die unterhalten sich ja alle. Die Blumen hat wahrscheinlich alle schon Captain... Captain. General... Eine Melone. Ist gewachsen. General Tic-Tac rausgerissen. Hier müssen unbedingt noch Stufen nehmen. Die machen wir uns doch gleich. Wie nehme ich die jetzt weg? Mit der Schere? Vielleicht? Zup. Oh ja, das hat schon mal ordentlich was gebracht. Was geil ist, die wächst jetzt einfach nach. 5 Stück, okay, das ist viel. Da können wir gleich nochmal welche anpflanzen. Ah, sehr cool, sehr cool. Ich freue mich so. So, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir unser... Feld auch schon fast voll. Eigentlich haben wir es fast ganz voll. Okay, komm her, Meloni. Es klappt, es funktioniert recht gut. 6 Melonen, wie geil. Machen wir alles Samen von? Oh, ich bin ein Idiot. Manchmal bin ich ein Idiot. Ich habe jetzt zu viele gemacht. Oh, egal, das ist die nächste. Nehmen wir wieder die Schere. Hat ja gut geklappt. Dann haben wir auch gleich ein paar Melonen. Und die Samen packen wir uns dann in die Truhe. Und dann hauen wir auch schnell ab, weil es wird schon wieder Nacht. Ach, an so einem Tag ist auch nichts dran. Zack, einer mit dir. Oh, ich glaube, da gehen wir mal... Oh, hier, schöner Nachthimmel, ne? In unser altes Haus. Wir uns hier wieder die... Typen, die den Kopf einschlagen. Okay, gute Nacht.